Und jetzt reisen wir in die flächenmäßig größte Stadt der Welt. Und die ist tatsächlich fast so groß wie Österreich. Eine Stadt. Es handelt sich um die chinesische Megametropole Chongqing. Unsere Reporterin Claire war dort und hat die Stadt mal mit Berlin verglichen. Das ist Chongqing, die XXL-Megametropole im Südwesten Chinas. In der flächenmäßig größten Stadt der Welt leben über 32 Millionen Menschen. Mittendrin Galileo-Reporterin Claire Ilkers. Ganz schön beeindruckend. 3 Tage zieht sie durch die Metropole. Ihr Auftrag: die 5 wichtigsten Fakten klären. Fakt Nummer 1: Wachstum. Chongqing ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Zum Vergleich: 2017 sind 178.000 Menschen nach Berlin gezogen. Nach Chongqing rund 500.000. Irgendwo müssen die vielen Menschen wohnen. Deshalb entstehen täglich etwa 160.000 Quadratmeter neue Wohn- und Arbeitsfläche. Nicht schlechter Ausblick. Ach, man guckt halt immer direkt wieder aufs nächste Hoch aus. In Berlin gibt es zurzeit rund 180 Hochhäuser, die bis zu 125 Meter hoch sind. In Chongqing sind es knapp 2000. Das höchste ist 354 Meter. Oh Gott, mir wird ganz schwindelig, wenn ich da hochgucke. Allein in den letzten 10 Jahren sind hier über 500 Wolkenkratzer entstanden. Also Hochhäuser mit einer Mindesthöhe von 150 Metern. Aber der Ausblick ist echt atemberaubend. Aber wie leben die Menschen hier? Unser Fakt Nummer 2: Wohnen in der Megametropole. Claire ist mit Xia Xia Huang verabredet. Die 32-Jährige lebt mit ihrer dreiköpfigen Familie in einem 15-stöckigen Wohnblock im Stadtzentrum. Ehemann Hua Chuen arbeitet als Architekt. Deshalb lebt die Familie in einer 80 Quadratmeter Wohnung. Für Chongqing viel. 40 Quadratmeter pro Person beträgt die durchschnittliche Wohnfläche. In Berlin sind es 73 Quadratmeter, fast doppelt so viel. Dabei kostet in Chongqing der Quadratmeter nur 3,10 Euro. In Berlin ist es mit 12,70 Euro pro Quadratmeter viermal so teuer. Auch wenn man den Mietpreis im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen sieht, sind die Mietkosten im Zentrum Berlins deutlich teurer. Beim Thema Verkehr liegt Chongqing allerdings ganz klar vorn. Unser Fakt Nummer 3: Der Verkehr ist die Hölle. Natürlich hat die Megametropole auch ein riesiges Verkehrsaufkommen. 651.000 Autos fahren jeden Tag durch Chongqing. Oder besser gesagt, stehen. Fahr doch endlich! Chongqing zählt zu den staureichsten Städten der Welt, glaubt Claire sofort. Also, so richtig weiter kommen wir nicht. Um das Straßennetz zu entlasten, hat die Regierung die Preise für Nummernschilder extrem erhöht. Die Folge: weniger Privat-Pkw, dafür aber mehr Taxis. Jeder Autofahrer steht hier 212 Stunden pro Jahr im Stau. In Berlin sind es mit 107 Stunden pro Jahr nur rund die Hälfte. Um im Verkehrsgewühl mit seinen Sachen von A nach B zu kommen, sind die altmodischen Methoden oft die besten. Die sogenannten Bang-Bang-Träger sind deshalb typisch für Chongqing. Im Schnitt laufen sie 20 Kilometer pro Tag. Was machst du hier? Ich warte hier auf Kunden, die mir dann schwere Sachen zum Tragen geben. Man kann also sagen, dass ich meine Kraft an andere verkaufe. So entlasten die Bang-Bang-Träger mit ihrer Arbeit die Straßen. Eine weitere tragende Säule der Mobilität: die öffentlichen Verkehrsmittel. Momentan verbinden 92 U-Bahn-Stationen die 9 Stadtviertel. Doch das Netz wächst. Zum Vergleich: in Berlin misst das Streckennetz 146 Kilometer.
Interceptor-Streckennetz von Chongqing soll in Zukunft 820 Kilometer messen, also knapp 6-mal so viel. Um den Straßenverkehr im Zentrum zu entlasten, hat die Regierung eine Seilbahn über den Yangtze-Fluss in den Stadtkern gebaut. Aber auch die ist völlig überfüllt. Wer es eilig hat, setzt daher auf unkonventionelle Mittel. Hey, drängt sich einer vor. Der Grund für die lange Schlange? Sicherheitskontrolle. Das bringt uns zu Fakt Nummer 4. Sicherheit wird in Chongqing groß geschrieben. Seit einem Anschlag im Jahr 2014 darf in China niemand mehr ohne Taschenkontrolle die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, mein Haarspray! Haarspray? Hairspray? Nein, das ist gefährlich. Die Kontrollen sind ein echtes Problem. Denn mit Artikeln wie Haarspray dürfen die Menschen nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und dieses Gerät kontrolliert, ob die Fahrgäste in ihren Wasserflaschen brennbare Flüssigkeiten haben. Auch Schulen und Kitas sind hier fast genauso gesichert wie Regierungsgebäude. Überall Wachpersonal und Kameras. In Chongqing gibt es über 500.000 öffentliche Überwachungskameras. In Berlin sind es 15.000. Vergleicht man beide Städte miteinander, kommen in Chongqing 1,5 Kameras auf 100 Bewohner. In Berlin sind es 0,3. In Chongqing gibt es also rund 5-mal so viele Überwachungskameras. Das ist sie also, die flächenmäßig größte Stadt der Welt. Eine unglaubliche Metropole, in der Bahnen sogar durch Häuser fahren. Mal sehen, wann es hier schwebende Straßen gibt und wie groß die Stadt wohl in 10 Jahren sein wird.